Hallihallo, hallo Leute. Ja, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Am Sonntag hier mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution. Ach nee, das wird niemals langweilig, diesen Titel vorzulesen. Ja, Leute, ne? Wir wollen heute mal wieder ein bisschen weiterkommen. Wir haben gestern Abend gerade noch so die dritte, ja, kann man sagen Staffel? Die dritte Staffel abgeschlossen. Nämlich Five Ds. Was kann ich dazu sagen? Was muss ich dazu sagen? Ich fand es ganz interessant mit den Synchros teilweise. Zum Ende hin fand ich es dann irgendwie ein bisschen lästig. Gerade so die letzten. Waren es die letzten zwei Duelle oder war es das letzte Duell, wo ich so wieder so viel vorlesen musste? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Könnt ihr die Story nicht kurz und prägnant halten? Nein. Immer dann dieser, vor allem zum Schluss dann dieses Nakama-Zeug, ne? Dieses, das wahre Ziel waren die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. Ah! Na gut. Wir starten in die nächste Staffel rein. Und da stellt sich mir direkt die große, große Frage: Was zum Kuckuck ist ein Zexal? 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 Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie gesagt, da bin ich komplett raus. Die OG, also die Original-Yu-Gi-Oh! Serie. Ah, nennen wir das mal Serie. Die Original, nicht Staffel, weil es gab ja dann noch mehrere Staffeln. Die Original-Yu-Gi-Oh! Serie, das war meine Zeit. Ne, da habe ich jede Folge bestimmt drei, vier Mal gesehen. Yu-Gi-Oh! GX habe ich noch ein bisschen mitverfolgt. Habe ich vielleicht nicht jede Folge gesehen, aber davon hatte ich auch noch so ein bisschen Ahnung. Das Heldenzeug fand ich immer ganz cool. Five Ds, da war ich bei den ersten paar Folgen vielleicht dabei. Hab mir gesagt, was ist das mit diesem Motorradmist? Und dann war ich raus. Sechsel sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Starten wir jetzt rein. Der erste Kampf ist sowieso immer ein Tutorial. Also kann er uns jetzt mal beibringen. Der Computer, was das ist. Ich weiß nicht, ob das eventuell diese Pendelfusionen sind. Ich weiß nicht, ob die bei Arc V kommen oder ob die bei Zexal kommen. Aber ich weiß, es gibt Pendelfusionen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es existiert. Wir gucken uns das einfach mal an. Mit dem Strom schwimmen. Und ich sehe unsere Hauptfigur. Ist ein kleiner Junge. So wieder ein bisschen so zurück zum Original. Da war der Yugi ja relativ jung. Also Yugi war relativ jung. Der Atem, also der Pharao, der war schon ein bisschen reifer. Ne? Und immer wenn der als Yami-Yugi da war, wurde der auch ein bisschen älter und reifer gezeigt. Dann hatten wir ja den Jaden, der war auch relativ jung. Ich glaube aber ein bisschen älter als der Yugi. Dann hatten wir jetzt den Yusei, der war definitiv schon mehr oder weniger erwachsen. Ne? Motorradfahrer, da ne? Kannst du kein Kind auf dem Motorrad setzen. Und hier scheint es wieder ein bisschen so zurück zu den jüngeren Zuschauern gehen zu wollen. Schätze ich mal. Und Hallöchen. Ja, gucken wir mal. Sagt mir alles gar nichts. Absolut gar nichts. Sechsel. Spreche ich das richtig aus? Sechsel? Sechsal? Wie spricht man das aus? Spricht man das Englisch aus? Spricht man das Deutsch aus? Also, sagt mir alles gar nichts. Ich habe das damals schon nicht mehr mitverfolgt. Ist für mich Neuland. Sechsel-Geschichten werden geladen. Hier in Sachsen sechseln wir auch ein bisschen, muss ich sagen, ja? Also, sind das vielleicht meine Geschichten? Die epischen Geschichten der Sachsen. Sechsel. Die Geschichte von Yuma Tsukumo. Tsukumo? Wie betont man denn? Tsukumo? Oder Tsukumo? Tsukumo, oder? Die Geschichte von Yuma Tsukumo beginnt an einem Tag wie jedem anderen in der örtlichen Mittelschule von Heartland City. Dort sah er, wie sich sein Freund Bronk mit Shark, dem Schulschläger, duellierte. Shark war ein starker Duellant und Meister der XYZ-Beschwörung. Ach, das ist das, oder was? Aber gab es XYZ nicht eigentlich schon?
deutlich früher. Diese XYZ-Kriegerzeug hatten doch so eine Roboter, waren das doch. Dieser Flugsaurier und noch ein Roboter und noch ein Roboter. Die wurden zusammengesteckt zu so einem großen XYZ-Dingsterbums. Haben die das Thema nochmal aufgegriffen und nochmal erweitert oder was? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Oh Gott. Das ist der Schulschläger. Der sieht eher aus wie jemand, der gemobbt werden sollte. Achso, das war eine Fusion. Ja, okay. Aber im Fernsehen war es, glaube ich, keine Fusion, oder? Da hat es sich einfach so kombiniert gehabt. Und im Spiel war das dann aber eine Fusion. Dieser große XYZ-Roboterkrieger. Ich habe den einmal sogar zusammengebaut. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das in Original Yu-Gi-Oh! War oder dann in GX. Aber es gab da einen so einen Kampf, da habe ich es geschafft, den zusammenzubauen. Also, wie lesen wir den denn? Ach, Shark ist der Schläger. Ach, Shark ist der Schläger. Und Bronk ist der Kumpel, oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Danke für das Duell. Und für dein Deck. Ja, das ist der Bösewicht. Der sieht böse aus. Hey, nicht so schnell. Und wer bist du? Ich heiße Yuma. Und ich bin ein guter Freund von Bronk. Ja, Bronk und ich hatten eine Vereinbarung. Der Gewinner bekommt das Duelldeck des anderen. Ist das wahr? Ja, ist es. Aber ich musste es tun. Er hat mich Feigling genannt. Na schön, also wenn du meinen Freund herausforderst, dann fordere ich eben dich heraus. Wenn du mich besiegst, gebe ich dieses Deck zurück. Aber wenn ich gewinne, Yuma, dann bekomme ich dein Deck. An jenem Sonntag hielt Yuma sein Versprechen und trat gegen Shark an. Ich hoffe, du hast dich von deinen Karten verabschiedet. Sie werden nämlich gleich mir gehören. Na, tut mir leid, aber das Einzige, was du von mir bekommst, ist eine gute alte Abreibung. Ja, Leute, so sieht's aus. Wenn ich dein Duelldeck gewinne, werde ich es wegschmeißen. Dann lernst du vielleicht deine Lektion. Fang keinen Kampf an, den du nicht gewinnen kannst. Da liegst du ganz schön falsch, Shark. Diese Lektion werde ich niemals lernen. Ich werde weiterhin nach den Sternen greifen, denn wenn man den Fluss fühlt, gibt es kein Zurück. Den Fluss fühlen, okay. Apropos den Fluss fühlen. Das tue ich! Das so sein. Das ist jetzt so sein Standardspruch? Ich fühle den Flow. Oh Gott, ich hoffe, die fangen jetzt nicht an zu rappen oder breakdancen oder sowas. In diesem Moment setzte die Halskette mit dem goldenen Schlüssel, den Yuma von seinen vermissten Eltern geschenkt bekommen hatte, etwas frei, das sein Leben für immer verändern würde. Der Geist des Pharaos? Was ist das? Das ist kein Pharao. Durch den Schlüssel befreite Yumas Mut ein Wesen aus einem unbekannten Reich. Ein Wesen, das nur er sehen und hören konnte. Ah! Der Junge ist Kuku vor Kokopass. Der gehört in die Klapse. Ja, ja, okay. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Guckt euch mal seine Haare an. Und warum trägt er einen Scouter? Sucht er nach einem Kampfwert oder so? Ist das Dragon Ball? Nee, sorry, ich muss mich da ein bisschen drüber lustig machen. Ich finde das Design, das ist so abgefahren. Das war aber schon immer so bei Yu-Gi-Oh!, ne? Das fing schon damals bei dem Original Yu-Gi-Oh! An, dass die Haare total verrückt waren. Und es ist wirklich, es zieht sich konstant durch. Also das Haardesign, das allgemein das Charakterdesign, das ist total crazy. Total verrückt. Hier, was sollen diese 1000 Schnallen an der Jacke, die er gar nicht benutzt? Das ist herrlich. Ja, und der Kleine, der erinnert mich so ein bisschen an... kennt ihr Dragon Ball GT? Die Tsufuro-Jins. Hießen die so? Die Tsufuro-Jins? Also das Gegenstück zu den Saiyajins quasi. Die waren nicht so kämpferisch begabt, dafür waren sie halt sehr intelligent und hatten, glaube ich, Technik und so ein Zeug. Wurden von den Saiyajins aber alle vernichtet. Es gab dann nur noch einen, diesen Baby. Und der kam dann bei GT auf die Erde und hat dann Vegeta besessen und kontrolliert.
Erinnert mich so ein bisschen an so das Design von diesem Baby. Aber gut, machen wir weiter. 20 Farbpaletten auf dem Kopf, ja genau, ne? So sieht's aus. Wer bist du? Astral, okay. Eine Astralprojektion oder sowas? Kannst du sprechen? Nun sag doch was! Astral. Spricht man den wie ein Roboter oder wie soll ich denn den sprechen? Astral. Keine Ahnung. Hä? Es ist ein Astral. Mein Name. Nee, ich sprich den normal. Mein Name. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich erinnere mich nicht an viel. Das ist ja großartig. Warum muss ich mich direkt vor meinem wichtigsten Duell aller Zeiten mit dieser wandelnden Taschenlampe herumschlagen? Duell? Das Wort kommt mir bekannt vor. Ja, ich erinnere mich, dass ich weiß, wie man sich duelliert. Sieh zu! Und der bringt uns jetzt das Kämpfen bei. Das ist jetzt unser Tutorial-Kampf. Lass mich erklären, was XYZ-Monster sind und wie sie beschwören werden. Die Übersetzung ist wieder der Hammer. Wie sie beschworen werden. XYZ-Monster sind Monsterkarten mit schwarzem Rahmen. Du kannst diese Karten nicht zu deinem Main-Deck hinzufügen. Stattdessen werden XYZ-Monster in deinem Extra-Deck wie Synchro- und Fusionsmonster gehalten. Macht Sinn? Ja. Wenn du ein XYZ-Monster beschwören willst, brauchst du eine Reihe von offenen Monstern auf dem Spielfeld, um sie als XYZ-Material zu verwenden. Bis jetzt klingt das alles sehr ähnlich wie die Synchro-Beschwörung. Die Anzahl des benötigten XYZ-Materials wird zwischen XYZ-Monster variieren. Hier zum Beispiel zwei Monster der Stufe 3. Einfach nur irgendwelche Monster der Stufe 3. Einmal pro Spielzug, du kannst ein XYZ-Material von dieser Karte abhängen. Alle offenen Monster, die du derzeit kontrollierst, erhalten 300 Attack. Es ist ähnlich wie diese Synchro-Beschwörung, bloß ich glaube, du brauchst halt nicht mehr diesen Empfänger. Du kannst halt einfach allgemein alles Mögliche nehmen. Schätze ich mal. Die Stufe der gewählten Monster, die als XYZ-Material... Gibt es dafür eine Abkürzung? Kann man Gsitz sagen? Kann man Gsitz sagen? Gsitz? Xylophon? Die Stufe der gewählten Monster, die als Material gewählt wurden, muss dem Rang des Monsters übereinstimmen, die du rufen möchtest. Ja, du musst halt zweimal eine Stufe 3er opfern, um dann auch wieder eine Stufe 3er zu rufen. Das ist der Unterschied. Bei der Synchro mussten sich die Sterne dann addieren auf die des Ergebnisses. Und hier muss man die gleichen Sterne haben für jedes Material. Verstehe ich das richtig? Ein Tipp, die haben einen Rang und kein Level. Die andere Monster. Achso, das ist also nicht Level 3, das ist Rang 3. Oder das ist die Stufe 3, es ist dann Rang 3 oder wie darf ich mir das... Wir kommen da schon noch rein. Wir kommen da schon noch rein. Zum Beispiel, um MX-Säbelbeschwörer zu beschwören, benötigst du zwei Monster der Stufe 3. Das ist jetzt wieder das Merkwürdige hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist mir schon in allen drei Tutorials davor aufgefallen, dass alle drei Tutorials die falschen Monster hier erwähnen. Ich weiß nicht, warum. Entweder wurden ein paar Decks verändert bei der Übersetzung von Englisch auf Deutsch, oder irgendwo in der Programmierung ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen, was vielleicht die Nummerierung der Karten angeht. Und da steht einfach nur da, erwähne jetzt Kartennummer so und so. Und der sucht dann die falsche aus der Datenbank. Also das Monster, was jetzt hier steht, ist nicht das Monster, um das es geht. Ne? Es geht jetzt, denke ich, hier eher um die Nummer 20, Gigabrillant. Und das ist schon bei den anderen drei Tutorials genauso falsch gewesen. Levelkarten funktionieren nicht. Ah, gut zu wissen. Das ist interessant. Levelkarten funktionieren nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Danke dir.
So. Während der Main Phase. Die Materialien werden gestapelt und du kannst das Monster auf ihnen von deinem Extra Deck beschwören. Die Übersetzung ist grausig. Die Übersetzung ist einfach grausig. Dies wird XYZ-Beschwörung genannt. Also du nimmst die Materialien, die zwei Karten, oder wie viele es auch immer sind, und legst die dann aufeinander und die bleiben dann auf dem Feld liegen, ich glaube unterhalb oder überhalb, aber irgendwie an das neu Beschworene gekoppelt, weil du hast dann immer so Effekte wie, du kannst dann eine abkoppeln und einen Effekt auslösen. Und wenn du halt nichts mehr dran hast, was du abkoppeln kannst, kannst du diese Effekte nicht mehr auslösen. Also ich hab, also abhängen steht dort, abhängen. So ein bisschen kenne ich's. Also ich habe schon bei den anderen Kämpfen ab und zu mal ganz am Anfang, bevor ich gesagt habe, ich mache jetzt nur noch die Story-Decks, habe ich ein, zwei Mal mit Nicht-Story-Decks gekämpft. Und da gibt's auch schon ein paar vorbereitete XYZ-Decks und da habe ich schon mal ein, zwei Mal das benutzt. Aber es ist schön, nochmal ein richtiges Tutorial zu sehen. Lass uns loslegen. Zunächst brauchen wir einige Monster im Spiel, um eine Beschwörung durchzuführen. Setze das Koala in die Verteidigungsposition. Des Koala, nicht das Koala. Des Koala. Bereiten wir uns auf den nächsten Spielzug vor und setzen Wiedergeburt. Eine Fallenkarte. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ding abzukürzen? Oder soll ich jedes Mal XYZ sagen? Das klingt so komisch. Weiß nicht. Wenn ihr einen guten Vorschlag habt, wie man das Ding abkürzen könnte, dann sagt was. Ansonsten sage ich jedes Mal XYZ. Wähle ein XYZ-Monster in deinem Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Und falls du dies tust, hänge diese Karte als Material daran an. Ah, okay. Setzen. Jetzt ende deinen Zug. Möchte mir aber noch angucken, was ich hier habe. Schutzturmkrieger kenne ich. Kranichkran. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein Monster der Stufe 3 in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Spiel als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte bleiben annulliert. Du kannst diesen Effekt von Kranichkran nur einmal pro Spielzug verwenden. Das ist ganz praktisch. Wenn der jetzt stirbt, was er wahrscheinlich tut, no? Dann kann ich den gleich wieder zurückrufen. Dann habe ich gleich zwei Stufe 3 auf dem Feld und kann direkt die erste Beschwörung machen. Hier ist er, der Säbelbeschwörer, der vor uns erwähnt wurde. Perfekt. Was macht das Ding? Umkehrbrecher. Rüste nur ein Utopia-Monster mit dieser Karte aus. Wenn das ausgerüstete Monster einen Angriff deklariert, wähle eine Zauber- oder Fallenkarte, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre das gewählte Ziel. Dein Gegner kann als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts keine Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Oh, schön, schön. Gut. Gucken wir mal, was er macht. XYZ. Soll ich XYZ statt XYZ sagen? Es ist auch nicht kürzer. Okay. Oh, das Ding hat sogar eine Animation. Nice. Das mag ich. Ja, sei froh, dass es nicht die VWXYZ Drachenkatapultkanone ist. Das klingt schrecklich. Heiliger Strohsack! Er hat direkt in der ersten Runde ein 2500er Monster draußen. Ja, herrlich. Und er aktiviert auch schon einen Effekt, um ein 3000er zu werden. Eieieiei. Monster der Stufe 4 oder höher können nicht angreifen. Oh, 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 oh. Lass uns Kranichkran benutzen. Ja, das habe ich letzte Runde schon angedeutet. Ich möchte lesen, was der kann. Du kannst ein Material abhängen und erhält 500 Attack. Falls diese Karte kein Material hat, kann sie aber nicht direkt angreifen. Okay.
Okay. Ja, ich kann mich dran erinnern an dieses VWXYZ-Ding. Es gab erstmal diese, glaube ich, nur XYZ-Kanone. Und dann gab es noch eine krassere Version, wo dann noch mehr davon dran waren und so. Hat das nicht Kyber mal benutzt gehabt? Oder war das dann in GX? Oder kam das irgendwann viel, viel später? Ich weiß gar nicht mehr. Aber diese Ursprungskanone, an die kann ich mich erinnern. So, gut. Also, wir sollen den Kranich... Wir benutzen den Kranich-Style. Alba hatte XYZ, ja, aber ich glaube, dieses VW-Zeug, das kam dann später da, noch mit dran, oder? Chess hatte das dann. Ja, der Chess. Der Typ, der mit diesen blöden, wie hießen die nochmal? Diese kleinen Oompa-Loompas. Der hatte dann ein grünes, ein schwarzes, ein Ojama, genau. Der Chess mit seinen Ojamas. Oh mein Gott, war der schrecklich. Der ging mir so auf den Keks. Wir mussten den einmal selber spielen. Mit dem, ne, mehrmals sogar spielen. Mit den Ojamas. Das war die Hölle. Okay, lass uns für unsere Beschwörung bereit machen. Lass uns MX-Säbelbeschwörer beschwören. Aber der ist relativ schwach, ne? Nur 1600. Was kann der denn? Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Beschwöre eine Erde, Krieger oder Ungeheuer, Monster, der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die Verteidigungsposition. Aber zerstöre es während der Endphase. Ah, wenn ich da zwei Dinger dran hängen habe, dann kann ich den doch benutzen, um auch zwei Stufe 4er zu beschwören. Und die zwei Stufe 4er kann ich dann benutzen, um die nächste XYZ zu machen. Nämlich die hier. Der hier ist ein 4er. Und der kann dann wiederum ein Material abhängen und annulliere einen Angriff. Falls diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, solange sie kein Material hat, zerstöre diese Karte. Okay, also der kann auch noch nicht so viel, aber ich schätze, wir powern ihn dann auf mit Utopia. Und Utopia kann dann wiederum Umiruka zerstören, was ihn dann schwächer macht. Ah! Ich habe die Taktik schon verstanden. Jetzt müssen wir sie bloß noch durchführen. Opfer wählen. Also der Säbelbeschwörer ist so der... Aha, wie der schwarze Magier für Yugi. Seine Standard. Seine... Wie nennt man das? Seine Signaturkarte. Schön zu wissen. Ja, hat ja auch einen guten Effekt, ne? Also du brauchst bloß zwei Stufe 3er Monster und dann kannst du damit direkt zwei Stufe 4er beschwören und bumm, die nächste XYZ-Beschwörung. Also das ist ja schon ein cooler Effekt, muss ich sagen. Als nächstes lernen wir, wie man die Fähigkeiten eines Gwitz-Monsters einsetzt. Wir aktivieren... Opfern jetzt einen von denen, also legen den jetzt weg. Ne? Wähle das Koala. Und jetzt beschwören wir Steinwerfer-Einheit, weil er es so sagt. Das ist natürlich auch ganz geil. Biete ein Monster vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite als Tribut an, um ein offenes Monster auf dem Spielfeld zu zerstören, dessen Defense kleiner oder gleich der Attack dieser Karte sind. Welche Karte? Die Steinwerferkarte? Die Monsterkarte? Oder der Krieger, den ich opfere? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Aber da der Gegner 0 Defense hat, ist das eigentlich irrelevant. Jetzt haben wir ein Monster, das Nummer 17 Leviathan-Drache zerstören kann. Aber ich will doch nicht den Säbelbeschwörer opfern, oder? Könnte ich nicht noch ein Monster beschwören? Theoretisch? Oder kann ich diesen Effekt... Ach so, nur einmal pro Spielzug. Nur einmal pro Spielzug. Ich dachte, ich könnte gleich zwei. Ah, schade. Das heißt, ich muss jetzt den Beschwörer opfern. Ja. Und damit ist der weg. Und wenn so ein Monster das Spiel verlässt, gehen alle Materialien auf den Friedhof. Das macht Sinn. Der MX-Säbelbeschwörer ist sehr nützlich. Bringen wir ihn mit der Fallenkarte XYZ Wiedergeburt zurück. Das ist auch ganz praktisch. Ne? Also wir müssen keine richtige Wiedergeburt benutzen. Wir können die Falle dafür verwenden. Und er wird gleich damit ausgerüstet. Dann könnten wir ihn ja theoretisch, weil er jetzt wieder neu auf dem Feld liegt, gleich noch das nächste Monster beschwören. Richtig? Ja, Tatsache, es geht. Effekt aktivieren. Und jetzt können wir die Pfeile ablegen und einen von denen beschwören. Und damit gleich die nächste Beschwörung ausführen. Rang 4, Nummer 39, Utopia. Wähle Spezialbeschwörung. Ja, cool. Hat der auch ein Video? Oh ja! Ich mag es, wenn die Beschwörungsvideos haben. Das ist ein mächtiger Krieger, der sich gut für Geschützturmkrieger eignet. Ah, du meinst, ich soll den Geschützturmkrieger draufsetzen? Dann kriegt er ja die Grundattack von ihm mit dazu. Aber dann können wir die coolen Effekte von dem gar nicht mehr benutzen. Ich schätze mal, es ist es wert. Beziehungsweise wir könnten ihn ja drauf beschwören und dann ihn nochmal wiederbeleben, theoretisch. Er hat aber keine drangehangenen, ne? Das ist auch so eine Sache, die muss man bedenken. Wenn man so eine XYZ-Beschwörung vom Friedhof wiederbelebt mit einer normalen Wiedergeburt, dann haben die keine Karte drangehangen. Und bei der steht zum Beispiel drauf, solange sie kein Material hat, zerstöre diese Karte. Das heißt, wenn ich das Ding wiederbeleben würde, würde es sich sofort wieder zerstören. Gut zu wissen. Ja, ja. Okay, wir machen erstmal den geschützten Krieger. Lass uns Utopia zurückbringen. Warum zurückbringen? Die stirbt doch, wenn man sie zurückbringt. Will der uns jetzt beibringen, dass es nicht geht? Oder warum lässt er uns jetzt diesen Fehler machen? Ist doch dämlich, das Ding wieder zu beleben. Das ist doch blöd, das Ding wieder zu beleben. Ach, nur wenn er angegriffen wird. Ach so, nur wenn er angegriffen wird. Ah, Karteneffekt nicht richtig gelesen. Dankeschön. Das muss ich jetzt nochmal angucken. Falls diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, solange sie kein Material hat. Okay, danke. Und jetzt rüste nur ein Utopia-Monster mit dieser Karte aus. Wenn das ausgerüstete Monster einen Angriff deklariert,
Wähle eine Zauber- oder Fallenkarte, die dein Gegner kontrolliert und zerstöre sie. Wir müssen Schwerkraftbindung zerstören, weil sonst das der Geschützturmkrieger nicht angreifen kann. Macht Sinn. Ja. Alles, was übrig bleibt, ist das Duell zu beenden. Also. Ah, und hier kommt nochmal die Information, die du mir auch schon gegeben hast. Beachte, dass Nummer 39 Utopia nicht von Schwerkraftbindungen betroffen ist. XYZ-Monster haben einen Rang und keine Stufe. Das hast du schon gesagt, danke. Jetzt Battleface und angreifen. Weil sonst hätte er jetzt theoretisch ja auch nicht angreifen können, wenn das eine Stufe wäre. Gut. Ist schon richtig, dass diese Tutorials hier drin sind, sonst hätte ich das jetzt alles nicht gewusst. Und das war's auch schon. Wir haben den Tutorial-Kampf gewonnen. Was für eine Leistung. Nach dem Duell fand Yuma heraus, dass sein neuer Freund eine Art Verbundenheit mit diesen neuen Nummernkarten hatte. Achso, der Freund, dieser Astral. Diese Nummerkarte steht für ein Stück meiner Erinnerung, aber nur ein kleines Stück. Um mehr Erinnerung wirklich zurückzuholen, muss ich alle 100 Nummerkarten sammeln. Oh mein Gott, nein! Was ist jetzt los? Aber zum Glück müssen wir nicht losgehen und sammeln. Das wird ja hier irgendwie im Laufe der Story geklärt, hoffe ich mal. Wir hatten eine Abmachung. Hier hast du Bronx-Deck zurück. Danke, dass du dein Wort hältst. Du bist ein guter Duellant. Man sieht sich. Hey, vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Aber vergessen wir die Decks. Wir sollten uns einfach nur zum Spaß duellieren. So kann man den Fluss am besten fühlen. Was soll denn das? Den Flow fühlen. Ist das irgendwie so ein... Weiß nicht. Ist das so ein Skateboarder oder irgendwas komisches? Was meint er mit den Flow fühlen? Klingt ein bisschen merkwürdig. Erstmal Kinder kloppen und Nummerkarten klauen. Ja! Das gefällt mir. Bei Kinder kloppen bin ich immer mit dabei. Oh, wie sieht das viel aus, ey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 10 Mäuler? Geht scharf.